Ja, liebe Freundinnen und Freunde, NRW wird schlecht regiert. Und nicht nur das, als rechtspolitischer Sprecher der Fraktion kann ich festhalten, oftmals auch rechtswidrig. Räumung Hambacher Wald, rechtswidrig. Urteil Verwaltungsgericht Köln. Datteln 4 ans Netz gelassen, rechtswidrig. Urteil Oberverwaltungsgericht Münster. Die von Stamm durchgedrückte Abschiebung des Tunesiers Sami A. grob rechtswidrig, ebenso Urteil Oberverwaltungsgericht Münster. Doch anstatt politische Entscheidungen zu treffen, die mit dem Gesetz nicht in Konflikt geraten, schwadroniert Innenminister Reul öffentlich, Richter sollten noch darauf achten, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Ein absoluter Offenbarungseid. Wir brauchen eine Politik, die Bürgerinnenrechte schützt und rechtsstaatliche Prinzipien verteidigt, auch wenn es mal unbequem wird. Auf die FDP als Bürgerrechtspartei ist in dieser Landesregierung kein Verlass. Das sehen wir auch gerade bei dem derzeit von Schwarz-Gelb geplanten neuen Versammlungsrecht. Das sieht in Versammlungen eine potenzielle Gefahr für die öffentliche Sicherheit und versucht, sie repressiv zu regeln. Ich lehne das ab. Ich will eine Landesregierung, die die Versammlungsfreiheit stärkt und nicht schwächt. Doch auch sonst steht die schwarz-gelbe Landesregierung für die Zusammenstreichung von Umwelt- und Verbraucherschutzstandard, für eine Politik, die dem Flächenfraß Tür und Tor geöffnet, die Massentierhaltung erleichtert und die Bekämpfung von Umweltkriminalität gestoppt hat. Norwich hat vorhin das weiter ausgeführt. Wir sehen bis heute eine Landespolitik, die rein rhetorisch Richtung Klimaschutz und Verkehrswende blinkt. In Wirklichkeit klafft aber eine Riesenlücke zwischen Handeln und Reden auf Kosten des Klimas und auf Kosten unserer Zukunft. Wir brauchen wieder eine Politik, die ernst macht mit Klimaschutz, die nicht mehr eine Verkehrspolitik aus der Perspektive der Windschutzscheibe macht und die eine wirklich sozialökologische Transformation in unserem Industrieland vorantreibt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich streite für eine grüne Strafvollzugspolitik, die sich mutig der Debatte um Abschreckung, Drohung und Bestrafung entgegenstellt und sich in erster Linie am Grundsatz der Menschenwürde, der Humanität und an wissenschaftlich fundierten Lösungsansätzen orientiert. Im Bereich der Justiz besteht in NRW hier Nachholbedarf. Ich will eine Politik, die dafür sorgt, dass Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Ebenen der Gesellschaft hergestellt wird, auch in der Justiz. Daran will ich in den nächsten 5 Jahren weiterarbeiten und bedanke mich an der Stelle für die Unterstützung und das Votum der Landesarbeitsgemeinschaft Demokratie und Recht. Liebe Freundinnen und Freunde, Minderheitsregierung, Regierungsfraktion, Opposition, 2 Untersuchungsausschüsse, Vorsitzender der Enquetekommission zum Thema Brexit und die Folgen für Nordrhein-Westfalen. All das habe ich bis jetzt in meiner parlamentarischen Zeit erlebt und dabei habe ich immer ein Ohr an der Basis gehabt und so gut es geht immer versucht, eure Anliegen mit ins Parlament zu tragen. Ich mache euch das Angebot, auch weiterhin all meine Erfahrungen zu nutzen und daran zu arbeiten, dass unsere Ziele klar und hörbar in einem neuen Landtag wahrgenommen wird. Ich will mit euch gemeinsam die Landtagswahl gewinnen. Und ich will, und ich habe große Lust dazu, die Menschen bei uns davon zu überzeugen, dass es in NRW anders, grüner und vor allen Dingen besser geht. Und dafür bitte ich euch um eure Stimme. Vielen Dank.